Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Wir müssen jetzt wieder nach Nordamerika zurück. Gefällt mir eh besser dort als hier in dieser Eiswüste. Schnelle Reise. Ja, mach mal. Ich habe die Vorläuferschatulle. Immer falsch umstehe ich hier. Sehr gut, Jay. Wo ist der Chevalier? Zurück zur Garfour. Wir müssen ohne ihn verhindern. Mir ist haltet nicht nach Feiern zumute, Liam. Ja, da will ich hin. Ich war zurück, aber um welchen Preis? Samuel Smith. Er kommt das. Wenn Ihre Gesundheitsanzeige niedrig ist, sollten Sie aus allen Konflikten fliehen, damit sie sich regenerieren kann. Ja, genau. Das passt schon. Schön. Kopf- und Bremssegel setzen. Ich mag die Gegend. Ah, da müssen wir rüber. Können wir irgendwo hier anlegen? Ja, passt. Sicher gleich mal den Aussichtspunkt hier. Den schnappe ich mir auf jeden Fall. Ach, hier ist es schön. Ja, da kommen wir auch an. Albany, Juli 1754. Dann mal rüber. Oh, da darf ich nicht durch. Meine Schwester lebt hier. Und wie lange plant ihr zu bleiben? Nur ein paar Tage. Darf ich hier irgendwo hin? Ich muss hier überall aufpassen. Das ist ja gefährlich hier gegen. Knapp vor der roten Zone. Schöne musikalische Unterlegung, muss ich sagen. Und jetzt synchronisieren wir erstmal. Springe ich garantiert nicht runter. Oder wo haben wir die Mission? Außerhalb, sehr gut. Aber ich muss da auf jeden Fall durch. Über die Dächer, da ist es relativ sicher. Der hat mich kurz gesehen, aber passt schon. Uiuiui. Mal ich kurz platt. Na ja, kommt schon der nächste.
Zack! Und ein bisschen plündern. Kann nie schaden. Zurück zum Schiff. Nein, ich will nicht zurück zum Schiff. Ich will da rüber. Ich kann da nicht einfach nur da hinten rüber gehen können. Na, da geht's auch. Komm, hoch. Kleines Stück noch. Kleines Stück noch. Und da beginnt die nächste Mission. Wir, das Volk. Ihr seid da. Der Kongress berät sich noch. George Washington hat die Franzosen bei Jumonville angegriffen. Sie sehen das als kriegerischen Akt. George Washington. Ihr meint Lawrence' jungen Bruder? Ja, eben der. Apropos Lawrence Washington. Seit ihr ihn eliminiert habt, ist James Wardrop aufgestiegen. Alle Mittel der Templer stehen ihm jetzt zur Verfügung. Was ist mit dem Manuskript? Laut meiner Quellen in New York hat Wardrop es. Ich weiß auch, dass er jetzt hier im Kongress ist, schwer bewacht. Shay, findet Wardrop. Holt das Manuskript. Hier wimmelt es von Tempelwachen. Liam und ich lassen ihn nicht entkommen. Ja, dass es hier einige Wachen gibt, habe ich schon bemerkt. Unentdeckt in den Kongress einschleichen, ja. Unentdeckt, das ist so eine Sache, ne? Psst, ihr habt nichts gesehen. Nie von ihm gehört. Alles ist gut. Komm ich da oben irgendwie lang? Nein. Durchbleiben. Ganz ruhig. Komm her. Komm. Nein, er interessiert sich nicht für mich. Gut. Ruhe. Ganz ruhig. Ich schnapp dich auch. Ruhig bleiben. Und dann plündere ich ihn noch. Brauch Moneten. Ah, es sind Verbesserungen verfügbar. Später aber. Okay, da oben sind wir jetzt lang. Das muss der Templer William Johnson sein. Vielleicht hat er das Manuskript. Oder weiß, wo es ist. Wie bereits festgestellt wurde, brauchen wir die nationale Einheit. Durch einen Parlamentsbeschluss, der den Kolonien größere Unabhängigkeit gewährt. Die Franzosen sind eine Gefahr, auf die wir schlecht vorbereitet sind. Kurz gesagt, uns bleibt die Einheit oder der Tod. Okay. Wohl gesprochen, Master Franklin. Aber glaubt ihr wirklich, Britannien gewährt den Kolonien Autonomie? Sie haben keine Wahl, Master Johnson. Ihr wisst am besten, wie abgelegen dieses Gebiet ist. Ja. Aber lasst uns jetzt nicht über Politik reden. Ich wollte euch für eure Forschung danken. Natürlich, sicher. Ich konnte die Schatulle nur kurz untersuchen, aber sie ist einmalig. Altägyptisch, sagt ihr? Nun, wie bereits erwähnt, bin ich bereit, sie zu elektrifizieren. Vortrefflich. Wir erhalten die Schatulle in Kürze. Und das Manuskript. Captain? Es tut mir sehr leid, Sir. Master Wardrop gibt sie nicht heraus. Er sagt, es sei zu riskant. Riskant? Ich bedauere. Ihr erhaltet das Manuskript und die geheimnisvolle Schatulle in Kürze. Ungesichtiger Lumpensack in Uniform. Eile noch vor Frederick und sag Master Wardrop, er soll das Manuskript schleunigst rausrücken. Sonst hol ich mir seinen Skalp. Oh, den müssen wir uns schaffen. Den müssen wir uns schnappen. Oh, oh. Der läuft da hinten entlang. Da sieht man uns. Nach oben. Oben entlang sieht's gut.
Okay, übers Dach. Komm, 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 halt dich fest. Es wird jetzt Action geladen. Spring, spring, Junge. Das sind keine, das ist gut. Komm, 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 erledige ihn. Los, los, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Es muss schnell gehen. Wie komme ich da jetzt rein? Durch die Tür wahrscheinlich eher weniger. War anzunehmen. Dann lass uns mal umschauen. Hm, hier könnte es klappen. Nein, ich meine eigentlich eher so. Das geht nicht. Hm. Scheiße. Ich laufe mal einmal außen rum. Irgendwo muss es ja eine Möglichkeit geben, hochzukommen. Da. Und zwar von hier vorne aus. Alles wächst so wunderschön, so dass es mir passt. Da können wir hoch. Komm, klettern. Das kannst du doch. Du bist Assassine. Meine Fresse. Er springt tatsächlich darüber. Ja, ja. Ah, diesmal hat er es geschafft. Oh, da haben wir gleich mal einen. Kommt uns besuchen. Komm schon. Und tschüss. Guten Flug. Hm, seine Waffe könnte ich aber nehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da unten könnte er sein. Ja. Ja, ich darf ihn töten. Komm schon. Verdammt. Aber niemand hat irgendwas bemerkt. Ah, nicht so schlecht. Komm. Alter. Wie lange lädt der nach? Willst du mich verarschen? Der verscheißert mich doch. Zack. Geht doch. Das nehme ich, du Templerhund. Nein! Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut, Mann! Ich befreie die Menschen von eurem Einfluss. Wie frei werdet ihr sein, wenn erst die Franzosen in den Kolonien die Befehlsgewalt haben? Diese Kolonien wären viel besser dran, würden die Templer nicht die Strippen ziehen. Wir bringen Ordnung ins Chaos. Wenn alles erlaubt ist... Ist niemand sicher? Selbst der Teufel kann die Heilige Schrift für seine Zwecke auslegen. Irgendwie fühlt sich's falsch an, die zu töten. Aus dem Gebiet entkommen. Ja, das wird schon machbar sein. Aber nicht der Einlang. Ich glaube, wir versuchen denn. Guck mal, ich will hier entlang. Einen haben wir hinter uns. Der ist da. Und den erledige ich kurzerhand. Ah, oh, das sind mehrere. Lege ich mich mit ihnen an? Ja, natürlich. Pack ich. Wird bitter, wenn nicht. Aber ich denke schon. Komm. Autsch. Das tut weh. Das hier tut auch weh. Plündern. Da kommt noch einer. Na, der ist da oben. Der kann mich doch gar nicht sehen.
Will der mich denn bitte schön sehen? Mission abgeschlossen. Und entdeckt den Kongress einschleichen, geschafft, Worte mit einem Luftangriff töten. Ja, das nicht. Ich habe ihn lieber erschossen. Hier kann ich Hasen jagen. Da. Dieser kleine Hase. Hey Hase. Hallo. Zack. Hab ich dich. Häuten. Noch ein Hasenfell. Ah, ich kann eine Pfeile jetzt herstellen. Das ist doch mal nett. Ich habe aber noch genug von denen. Anfertigung. Gesundheitssteigerung. Ah, perfekt. Steigert Chase Gesundheit um 25%, nehme ich auf jeden Fall mit. Polarhasenfell brauche ich 2 und Fell des kanadischen Luchses brauche ich 2. Hm, alles klar. So, wo haben wir die nächste Mission? Und nicht hier, sondern hier. Nächste Hauptmission. Heißt also zum Schiff zurückkommen, da muss ich auch noch ein bisschen was ausrüsten. Jetzt ist wenigstens nicht mehr alles hier gesperrt wie vorher. Endlich kann ich mal durchlaufen. Da steht nur niemand da. Aber sie stehen alle außen. Okay, egal. Habe ich nicht viel mit zu tun. Zum Schiff, zum Schiff, zum Schiff. Ah, okay, doch, es ist immer noch genauso wie vor, oder? Nee, doch nicht. Aber was hat's hier? Was ist hier so Besonderes? Warum ist es abgesperrt? Da hat's eine Truhe. Hm, die schnappe ich mir auf jeden Fall. Komm auch, mein Großer. Zack, zack und zack. Oh oh. Boom. Oh, das muss wirken. Ja, ja. Das tut garantiert weh. Den hier plündern. Den hier plündern. Und dann das Wichtigste, die Truhe. Ja. Oh, gutes Geld. Brauche ich aber alles auch. Ungemein wichtig, um das Schiff weiter aufrüsten zu können. Relativ schöne Gegend, muss ich sagen. So, Schiff aufrüsten. Einmal die Kapitänskajüte. Oh, sie begrüßen mich alle. Finde ich schön. Und das Schiff aufrüsten. Ja, so viel Kohle habe ich dann doch nicht, ne? Mit diesem Satz Kupfer noch Puckelgewehre kann die Morrigan an mehreren Schwachstellen von Feindschiffen gleichzeitig schwere plötzlichen Schaden anrichten. Und schwere Kugeln. Ich nehme das hier. Das war's dann auch fürs Erste, ne? Alles klar. Dann einmal wieder raus. Ja, ich weiß. Mehr Segel, Männer!
Ah, da hinten ist vielleicht auch ganz gut, um lang zu schippern. Mal sehen, welchen Weg wir am besten nehmen. Ach, eigentlich nimmt sich nichts. Oben rum, einmal umdrehen, ne? Mal wieder eine frische Brise hier. Ja, ich kann mir nicht jedes Treibgut schon einsammeln hier. Dazu habe ich leider keine Zeit. Noch ein Stück war es, ne? Ja, ganz rum so die Insel und dann rechts herum. Da finden Gefechte statt, habe ich so das Gefühl. Da könnte Beute für uns rausspringen. Was haben wir denn da Schönes? Nehmt die Rahlen aus dem Wind! Aufgehen! Aufgehen! Kann ich da nicht ein bisschen was einsammeln? Müsste doch gehen, oder? Oh, jetzt geht sie ein bisschen unter, würde ich sagen. Und ich segel drüber. Eigentlich müsste ich doch frontal gegen das Schiff dagegen fahren. Das ist doch mitten. Also es war ja direkt an Land. Das kann eigentlich nicht untergehen. Aber warte mal, 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 warte mal. Ich komme gleich wieder, Jungs. Aber ich habe da was entdeckt. Da hat's doch eine Schatzkiste. Mal sehen, lass mal sehen. Ja, die ist da oben. Wie komme ich denn da rauf? Hier entlang. Und hier entlang. Und noch ein Stück hoch. Gibt es irgendwo? Wäre schön. Da. Dass die Bäume auch immer zufällig genauso wachsen, wie sie sollen. Finde ich toll. Ja, das bringt ein bisschen Kohle ein. Hat sich doch gelohnt. Und ab geht's wieder an Land. Nein, ans Schiff. Na komm. Hepp. Weiter geht's. Der Captain ist am Rupieren und fährt auf. Reisegeschwindigkeit zu unserer Mission. Ah, das hätte ich einsammeln müssen. Können auf jeden Fall. Und sollen. Einholen und aufgeilen. Ich verstehe da jedes Mal einholen und aufgeilen. Ah, gleich sind wir dran. Und wir haben's. Wunderbar. Sleepy Hollow. Der hat auf jeden Fall einen Aussichtspunkt in der Nähe. Und den schnappe ich mir als erstes. Und da haben wir schon die Kirche von Sleepy Hollow.
synchronisieren. So, und da oben findet unsere nächste Mission statt. Wieder eine Abstergo-Herausforderung geschafft. Ah, die holde Maid. Hallo? Fiatlux. Oder Lux. Oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja, die Mission schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Wir sehen uns.